besser als gar keinen Schutz. Und in diesem Sinne tun wir hier die drei Türen, die wir hier noch haben, wegmachen. Die Truppen zum Glück auch alle. Und das wäre noch mehr. Dann gehen wir zurück, machen unser Inventar so weit leer, dass wir hier sinnvoll auch eine kleine Runde gehen können. Und in dieser kleinen Runde habe ich dann auch vor, so ein bisschen noch zu erzählen, was man hier noch machen kann. Oder ich machen will noch so ein bisschen. Und wir gucken uns mal die Welt an, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Platz auch sehen. Und hier das, was ist, früher war das... Ne, heute ist das Bambus. Früher war das ja Zuckerrohr, heute ist es Bambus. Das brauchen wir, um Papier herzustellen. Damit können wir Bücher machen. Damit können wir wiederum... Oh Gott, wo soll man jetzt herkommen? Ich komme von da. Aus Büchern können wir Bücherregale hinbauen, das ist Deko, aber wir können noch was anderes damit machen, was ich euch dann zeige, wenn ich genug Bücher habe. Und Papier. Ich höre schon wieder eine Kuh. Aber wo ist sie? Okay, der Baum stand da einfach mal in der Luft. Du, 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 du. Und ich springe ins Wasser. Oh, ja, man sieht jetzt hier auch schon durch das ganze Hin- und Hergerenne und Mache und Getue, die Hungerleiste, die ist fast leer und da werden meine Herzen auch nicht mehr geheilt. Soll heißen, ich habe jetzt, oh, ich habe 18 rohes Rindfleisch, oh, das ist gut. So, jetzt craften wir uns mal eine Lederrüstung. Wir fangen an mit einer Hose, die macht man im Allgemeinen so. Ach ja, das ist ja auch noch das, ah, genau, mit in diesem... Das war ein Hut und das hier war... Ah, das hier war ein Urteil. In diesem Texturenpaket sieht auch, glaube ich... Also... Das, rosa Schlüpfer, Strapse und, keine Haare auf dem Kopf und eine Brille und hier so ein paar Zelt. Das ist dann lebensecht, habe ich mir den nachgebaut. Aber hier in diesem Texturenpack sehen, glaube ich, die Rüstungen richtig gut aus. Ja. Da hat der Schöpfer oder die Schöpfer, wir wissen nicht, wie viele das gemacht haben, viel Zeit mit rein investiert. Das ist jetzt zwar nur Leder, aber immerhin. Nee, nee, irgendwie. Die anderen, die sehen auch richtig gut aus. Gerade die Mützen und sowas, das ist aussieht wie eine Krone. Da kann man nicht. Es kommt echt nicht schlecht, das Ganze. So, jetzt werden wir erstmal den überflüssigen Mist hier mal rausnehmen. So. Die Steinspitzhacke nehmen wir mal mit. Holz, das kann man... So. Überflüssig ist das alles. Fackeln nehmen wir mal mit. Wir machen uns dann gleich nochmal ein paar Fackeln, Schleimbälle. Steinspitzhacke. Ist meine Eisenspitzhacke denn schon hin? Ui. Na, so viel. Moment. Man kann ja jetzt neuerdings auch Sachen reparieren. Auch wenn das jetzt nicht so... Spart einfach Inventarplatz ein bisschen. So, wir pflanzen dann hier das Bambus mal an. Das muss immer eins im Wasser sein. Das wächst dann hoch, dann schneiden wir es auf der Höhe drüber ab und dann machen wir das dann weiter. Daraus kann man auch Zucker kann man da. Oder jetzt ist das jetzt Zuckerrohr, weil man da jetzt Zuckerrohr draus macht, mit Zucker draus machen kann und früher war es Bambus. Ach, irgendwie so. Total verwirrend. So, jetzt machen wir uns auch aus Holzkohle, kann man sich auch Fackeln machen. Die nehmen wir mit, falls wir vielleicht irgendwo eine Höhle finden, wobei wir da... Ja, gut. Fackeln können wir eigentlich auch immer so herstellen. Das ist jetzt nicht so wichtig, solange wir Kohle und Holz dabei haben. Dann werden wir jetzt... Wir nehmen mal eine Schaufel mit. Auf jeden Fall. Falls wir Lehm finden... Könnte man... So, Steinspitzhacken haben wir genug. Wir brauchen aber noch auf jeden Fall 1, 2, 3 eine Eisenspitzhacke. Und das Holz nehmen wir mal mit. Daraus kann man sich ja alles Mögliche dann herstellen. So, eine Eisenspitzhacke, dass wir auch Eisen rausholen können. Aus dem Planeten quasi, hier aus der Welt. Hier nochmal so einen Stein. So ein nee, habe ich jetzt kein Cobblestone mehr oder was? Kein Pflasterstein mehr? Das ist ja jetzt auch. Ach. Das ist ja super. Aber aus diesen Steinen kann man ganz einfach wieder Cobblestones machen, indem man die hinstellt und abbaut.
den Blödsinn. Ich will noch eine Axt mit... Hä? Steinziegel? Ach. Hä? Bin ich denn jetzt total von... Ach, so. Die Steinziegel und die Steine, die lassen wir natürlich hier. So ein Blödsinn. So, und jetzt bauen wir uns noch eine Steinaxt, die wir noch mitnehmen. Einfach mal so, weil sie da holzmäßig irgendwie unterwegs sind. Das verfaulte Fleisch lassen wir hier. Das andere Fleisch nehmen wir mit. Ach, dann werde ich noch mal ein bisschen Samen hier anbauen, während wir da unterwegs sind. Erstmal gehe ich pennen, weil es ist Nacht. Und das ganze Fleisch nehmen wir mit, weil wir unterwegs hier auch auf jeden Fall Heilung brauchen. Fällt auch gerade ein, wir können auch gar nicht so den riesen Radius gehen, weil wir immer am Tag hier wieder herkommen müssen wegen der Schlafgeschichte. Ne, warte mal, Moment. So war es. Eine Holzhacke. Zeig allen, was eine Hake ist. Mit dieser Hake, die sieht hier aber irgendwie komisch aus, können wir hier den Boden kultivieren mit der rechten Maustaste, also zu fruchtbaren Boden machen. Und wenn ich hier jetzt die Samen reinknalle, wächst darauf dann irgendwann Weizen. Den können wir wieder abernten, da gibt es halt Weizenstücke und neue Samen, können das wieder alles größer machen. Und mit diesen Weizen können wir dann Tiere zähmen, Schafe und Kühe. Und können die damit auch dazu bringen, dass die sich vermehren. Gebratenes Schwein, ja, so. Und jetzt gehen wir erstmal kurz los in irgendeine allgemeine Richtung. Und schauen mal, dass wir uns hier so ein bisschen die Welt angucken. Enten, die sind... Das Enten war, glaube ich, auch... Also sind auch schwer zu treffen, aber das war, glaube ich, auch der Mo-Creature-Mod, der die mit dazugefügt hat. Und dort hat... Na, wir haben hier Nautilus! Nautilus! Das ist aus dem, Nautilus. Ich hab, die kann man da irgendwie aufheben, oder? Ja. Und noch. Das ist ein Nautilus, ein Lebender. Daraus... Konnte man nicht daraus auch irgendwas machen? Das ist aus dem Archäologie-Pack. Also A kann man die dann natürlich in seinen Gartenteich mit reinhauen und die schwimmen da so ein bisschen rum. Das ist eine Verwendungsmöglichkeit. Und B kann man da auch noch für irgendwas anderes benutzen. Und hier diese komischen Klumpen, das ist Lehm. Da kann man Steinziegel uns draus brennen. Und mit brennen, das meine ich wirklich, Lehm in den Ofen. Werden da Steinziegel draus oder Ziegelsteine. Und die können wir dann, vier von den Ziegelsteinen können wir dann zusammen klatschen und haben dann so einen Ziegelsteinblock oder wie auch immer. Lehm hat nur die unangenehme Eigenschaft. So, naja, was heißt unangenehm? In so einem Lehmklumpen ist halt recht viel, sind vier Lehmdinge. Und das kleistert ihn ganz schön schnell das Inventar voll. Da hat man dann nur noch Lehm und sonst nichts anderes. So. Dort haben wir noch eine Kuh. Müssen wir noch immer mal so ein bisschen merken, von wo wir hier kommen. Nee, dass wir uns hier direkt am Ufer verlaufen. Hier haben wir nochmal Lehm. Und dort haben wir einen Vogel. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ja, zu meinen Plänen. Ich habe es ja grob schon mal angekündigt. Ja, wir bauen uns... wir bauen hier alles auf, dass wir hier eine Farm haben, Tiere züchten können. Dazu gehört dann natürlich auch ein Bauernhof, den wir entsprechend groß, habe ich so in meinem Kopf so ein paar Vorstellungen, den wir da hinbauen mit einer Mühle. Sowohl Wassermühle als auch Windmühle, ja, das bauen wir beides. Da gehört natürlich auch eine Scheune zu, ein schönes Bauernhaus und was weiß ich nicht alles. Also da kommt noch einiges, auch dekorativ. Das werden wir natürlich alles nicht mit einmal bauen, weil das würde ja viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir kommen immer noch von da hinten, richtig? Ja. Da wird man immer mal so nebenbei dran bauen und des Weiteren wird dann noch kommen, dass man... Das ist ja so ein richtiger Fluss, oder? Wird dann noch kommen, dass wir natürlich uns so archäologiemäßig da uns noch ein bisschen betreiben werden. Man braucht natürlich auch einen ordentlichen Platz für die Dinosaurier. Dass da ein ordentliches Gehege hinbauen, wird auch nochmal mit ein Teil sein von dem, was wir hier brauchen.
Das ist bei einigen relativ einfach, bei den Pflanzenfressern zumindest. Das ist jetzt nicht so schlimm. Bei den Fleischfressern sieht das ein bisschen anders aus, weil die sonst so ziemlich alles teilweise ja, wegmachen, was man ja, was man sich so vorstellen kann. Plus, dass der T-Rex, der ist ganz eklig. Den kann man nämlich erst, den kann man zwar auch zähmen, auf, aber auf eine blöde Art und, was heißt eine blöde Art und Weise, das ist eigentlich schon ganz cool gemacht, dass, so wie man den zähmen kann, aber den kann man halt nicht so einfach zähmen. Und vor allen Dingen kann man den erst zähmen, wenn der erwachsen ist. Und dann dreht der allerdings auch gut frei und, ja. Was halt ein T-Rex so macht, wenn er draußen ist. So, ich will jetzt hier nicht unter Wasser gehen, weil dann dauert das Abbau. Was ist denn hier schon wieder so eine Katze? Verdammt. Ich hab die gar nicht gehört. Oh Mann, ey. Oh, und ich hab noch eine gehört irgendwie. Kommt die jetzt gleich noch? Ja, bei den großen Katzen muss man echt aufpassen. Ach, dort ist schon wieder so ein Katzenbaby, verdammt. Und wir können es nicht zähmen, solange wie wir kein Gold haben. Das ist doof. Deswegen müssen wir es... Hä? Und der, das ist jetzt, glaube ich, eigentlich ein Bug, dass davon jetzt so ein... von dem Baby der Reißzahn jetzt mitgekommen ist. Und dort hinten haben wir, ich gehe mal kurz hier drauf, dort haben wir eine Schneelandschaft. Also auch schon mal interessant. Ich glaube, hier irgendwo in einer anderen Richtung hatten wir ja schon. Und dort haben wir Gebirge, die sich so nach und nach aufbauen. Das ist auch sehr gut. Wüste haben wir ja auch schon gesehen. Ja, also hier haben wir dann... eine ganz nette Map, die gefällt mir so eigentlich. Ja, springen wir mal drüber ins Wasser. Ja, wie gesagt, den T-Rex dann zu halten, das wird ein bisschen kompliziert, weil der ist recht groß und macht... ja, also dem was zu bauen hier aus dem Zeug ist zum Beispiel totaler Schwachsinn. Also einen Käfig zu bauen, weil wenn der dann sauer wird, ausgewachsen, dann rennt der da einfach drüber und macht einfach mal das alles kaputt. Und das macht er nicht nur mit dem Zeug, sondern das macht er auch mit unserem Häuschen, was wir da hinten hauen. Hinten gebaut haben. Da würde der im Zweifelsfall erstmal einfach durchrennen. Und dreimal dürft ihr natürlich raten, wen der direkt, wenn er groß ist, als erstes angreifen möchte. Nämlich meine Wenigkeit. Ich habe ja nicht schon genug Probleme hier. Alleine gestrandet. Niemanden, der irgendwie hier für mich da ist, mit dem ich mal reden kann. Stimmt's? Schwein! Ja, und da muss man halt auch so ein paar... Ah, wir sind hier. Ich erkenne meinen Schornstein. Jetzt sind wir eine Runde gelaufen. Na, hier ist halt viel Wald. Dort ist noch ein Kuh dort hinten. Ja, aber wir haben jetzt nicht so die weiten Wege. Dort hinten kommen wir dann ins Gebirge, wo man was bauen kann. In der Wüste kann man sich ja dann auch irgendwie niederlassen. Da werden wir dann vielleicht irgendwo ein paar Dörfer finden. So. Hier holen wir uns mal die Kohle noch mit raus. Vielleicht gibt es hier auch noch ein bisschen Dings. Am besten wäre natürlich, wenn wir hier dieses Biom finden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es hilft. Auf jeden Fall dieses Flache quasi, wo, wo auch keine Bäume stehen. Da ist es einfacher, dort dann eine Farm hinzubauen, weil wir nicht erstmal, die Blume nehme ich mal mit, weil wir nicht erstmal hier alles abbauen müssen. Das ist übrigens Shutter Keys oder wie auch immer. Oh ja, dort haben wir einen schönen Berg. Liegt hier noch. Weil, logisch, einen Bauernhof, den baut man ja nicht hier mitten so in die Landschaft, also hier in die Landschaft rein. Das ist so ein bisschen blöd von der Haltung der Tiere her und von den Feldern. Sondern braucht man ja schon eine graue, gerade Fläche. Und wenn ich hier erst anfange, oh Gott. Da ist Eisen und da sind auch noch so Archäologie-Dinger, aber hier gehe ich erstmal nicht runter. Anfange das hier alles einzuebnen, dann wären wir ja nie fertig. Soll heißen, da müssen wir uns dann noch was raussuchen. Die Blumen nehme ich A mit zur Dekoration und B ist sogar Farbstoff, wo man dann Wolle mitfärben kann. Auch hier immer ganz nett. Und ich muss aufpassen, dass ich mich hier in den Wirrwarr nicht verlaufe. Ah ja, also hier, wir laufen gerade. Dort müsste hoffentlich irgendwo unsere Behausung sein. Und hier... Oh Mann, komm hoch. So, hier haben wir ein Wüstenbiom, was direkt da hinten dran ist. Und dort ist, wenn ich das richtig sehe, Sumpf. Und dort unten ist eine Katze. Eine schwarz-weiße. Dort unten, dort hinten müsste, glaube ich, Sumpf sein. Und dort sieht es so aus, wie als ob es da übergeht in so ein Biom, wo so
sonst nichts drin ist. Sonne geht dort langsam unter. Ich glaube, wir machen uns in diese Richtung und dann schwenken nach links mal zurück.